So, und da sind wir wieder bei der Pokémon Weiß Catch the Point Lock. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet bis heute einen wunderschönen Sonntag. Bis heute, bis jetzt meine ich einen wunderschönen Sonntag. Und wir wollen uns heute darum kümmern, dieses Somnium zu befreien. Ich glaube, das ist doch kein Encounter, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir werden hier gegen diese beiden nur bekämpfen müssen. Oder zumindest gegen einen. Vielleicht müssen wir gegen die Rechte kämpfen und Bell gegen den Linken quasi. Und hey, hallo! Verzieh dich! Was soll das? Und dann wird wahrscheinlich das Somnium einfach zu Vivien hinkommen oder sowas. Also wahrscheinlich wird es kein wirklicher Encounter. Ja, wir müssen auf jeden Fall gegen den kämpfen. Aber warte mal, wir kämpfen jetzt gerade gegen den Linken. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich gegen beide kämpfen, kann ich mir vorstellen. Hat ja ein Dusselgur der erste, weil als ob der Rechte jetzt, oder beziehungsweise die Rechte jetzt quasi nochmal komplett außenrum zu Bell geht. Das kann ich mir eher weniger vorstellen. So, Dusselgur, will ich da drin bleiben? Das könnte vielleicht sowas wie Flügelschlag oder Schnabel haben. Schnabel wäre okay, Flügelschlag könnte kritisch werden, mal gucken. Wobei es eigentlich nicht für einen One-Shot reichen sollte. Okay, Silberblick, gut. Damit ist es... Wie viel? Hat der zwei Pokémon oder hat der eins? Das Ding ist Level 10. Wahrscheinlich hat er nur eins. Ich habe jetzt aber nicht genau darauf geachtet. Aber ich glaube, er hat nur eins. Sonst muss ich eventuell rauswechseln wegen Silberblick. Nein, okay, er hat nur eins. Dann ist alles gut. Und dann kämpfen wir jetzt wahrscheinlich noch gegen die zweite, könnte ich mir vorstellen. Oder sie hat Angst? Nee, sie kommt. Okay, gut, dann müssen wir jetzt auch noch gegen die zweite kämpfen. Alles klar. Komm her. Wir machen nicht platt. Ganz easy. Auch nur ein Pokémon gegen... Remoraid. Bei Remoraid muss ich immer an Remoulade denken. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, es ist einfach so drin. Remoraid, Remoulade, das klingt irgendwie für mich sehr ähnlich. Und immer wenn ich Remoraid lese oder höre, muss ich an Remoulade denken. So, Psystrahl. Oh, das könnte... Okay, ich hätte gedacht, das macht vielleicht... Achso, nee, warte mal, Psystrahl. Jetzt habe ich das verwechselt mit... Nee, nicht mit Psywelle. Mit irgendwas habe ich das, glaube ich, verwechselt. Bei Psystrahl ist, glaube ich, nur eine 40er-Attacke. Ah, jetzt weiß ich es nicht. Jetzt bin ich mir unsicher. Jetzt bin ich mir unsicher. Ich meine, gut, das ist natürlich sowieso nicht sehr effektiv. Hallo! Nix nochmal nachtreten. Ich trete dir gleich nach. Oh. Hier, fang mal deine Leute ein bisschen ein. Wait, warte mal. Zweimal? Wieso ist der... Der Linke sieht irgendwie anders aus als der Rechte. Der Linke hat hauptsächlich Orange und der Rechte hauptsächlich Violett. Ist das, weil das zwei Seiten sind? Ja, okay, gut. Wieso war der da zweimal? Der ist allein schon nervig genug. So, jetzt verzieht euch. Und du gleich mit. Ja, sehr gut. Oh, hallo Somnivora. Ist der einfach die Mutter? Oder so? Ah, okay, Vivien kommt direkt hierher. Ja, gut, okay. So oder so. Eins von beiden, das haben wir schon gedacht. So. Alles klar. Achso, wir kriegen das gar nicht. Lol, ich habe gerade gedacht, ja geil, dann kriegen wir noch irgendwie eine TM oder ein Item oder sowas. Aber nein, das kriegen wir gar nicht. So. Okay, ja, wie geht's denn jetzt hier weiter? Kriege ich eigentlich noch von irgendwem was? Was war denn dein erstes Pokémon? Ein Zubat. Dann passt dieses Gunkapu. Okay. Ich nehme das Gunkapu gerne. Dankeschön. Okay, ja. Damit haben wir ein Gunkapu offensichtlich jetzt noch im Team. Wir brauchen natürlich einen Spitznamen für... Für das Ding ist es weiblich. Ich glaube, wir nennen es Pfirsich. Alles klar. Hallo Pfirsich, herzlich willkommen im Team. Also mal gucken, ob wir dich jetzt aktiv im Team benutzen oder nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Du bist immerhin schon Level 10, das ist gut. Das ist gut. Fähigkeit Duftnote lässt den Gegner durch Gestank zurückschrecken. Das ist nicht so gut. Das kostet uns Punkte. Energiefokus, Giftwolke, Kreideschrei, Kratzfurie. Das ist ehrlich gesagt nicht so cool. Neutrales Wesen. Tut mir leid, Pfirsich, aber ich glaube, ich werde dich erstmal nicht einsetzen. Glaube eher im Gegenteil. Ich lege dich direkt auf die Box. Wobei,
wir haben noch genügend Slots frei. Wir müssen dich jetzt noch nicht auf die Box legen. Falls mal wirklich was Schreckliches passiert quasi und wir noch jemanden in der Hinterhand brauchen, dann holen wir dich. Ansonsten wird für sich jetzt erstmal auf die Box legen, bis es sich quasi entwickeln wird. Weil ich glaube dann, oder ich hoffe zumindest, dann endet es auch seine Fähigkeit. So, Aufgaben haben wir übrigens diese Folge nicht. Das kommt irgendwie, also für uns kommt es quasi immer abwechselnd, ne? Immer in der ersten Folge einer Woche. Also nächste Folge hätten wir quasi wieder eine Folge. So, hier waren wir aber, glaube ich, schon, oder? Genau, hier haben wir uns umgeschaut und hier haben wir gesehen, okay, hier kommen wir nicht durch, bis wir den ersten Orden haben. Das heißt, jetzt müssten wir ja durchkommen, weil wir ja den ersten Orden haben. Und dann schauen wir doch mal. Die Wissenschaftlerin hat vorhin nach dir gesucht. Ach, wir müssen da jetzt nochmal hin, oder was? Na gut, dann sehen wir uns gleich da. Achso, jetzt kriegen wir dieses C-Gear. Ja, stimmt. I remember this. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zu dem alten Mann, der uns aufgehalten hat. So, jetzt hält er uns nicht mehr auf und jetzt können wir hier durchgehen. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder auf eine Route mit ein paar Tränen. Und da würde ich doch sagen, setzen wir mal Zwiebel nach vorne. Zwiebel und Pudding momentan unsere beiden Top-Spieler auf jeden Fall. So, ist hier eigentlich schon die Pokémon-Pension? Ach ja, ach krass. Lohnt sich das? Ja, ich lasse es mal noch. Ich mache es mal noch nicht. Wenn wir irgendwann definitiv zu viele Pokémon im Team haben, da können wir da mal drüber nachdenken. Oh, danke dafür. Auch wenn es jetzt nicht so richtig nötig ist. Hast du schon mal vom Doppelkampf gehört? Ja. Habe jetzt aber keine Lust. Also Doppelkämpfe, wenn möglich, gehe ich Doppelkämpfe gerne aus dem Weg, muss ich sagen. Weil es immer problematisch ist, wenn sich zwei Pokémon auf eins fokussieren. Das kann schnell in die Hose gehen. Schneller, als man glauben mag. Ah, okay, gut. Hier gehen quasi die Trainer los. Alles klar. Dann. Let's go. Kindergärtnerin Fisher Wellington. Also sie heißt nicht Fisher, sondern sie ist hier Fisher. Bist du Käfergift? Ich hoffe, du bist Käfergift, weil dann müsste Psycho sehr effektiv sein. Du bist schon Level 10. Okay. Also ich meine, Level 10 und du hast, glaube ich, zwei Pokémon, wenn ich mich da jetzt nicht getäuscht habe. Das heißt, falls wir bald irgendwie wieder einen Rivalenkampf haben oder so, könnte es sein, dass wir vorher vielleicht noch ein bisschen trainieren sollten. Ich weiß gar nicht, wo das Level Cap jetzt aktuell liegt. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Spielraum. Ist jetzt nicht, was gegen Geweiher sprechen würde. Du bist ein Käfertrainer. Hat eine lange Animation von Blubstrahl. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So. Okay, aber Geweiher ist damit auch besiegt und der Trainer auch hier. Level 15 für Zwiebel, sehr schön. Wunderbar. Spezialverteidigung ist auch sehr hoch bei Zwiebel. Kraftreserve. Okay, ja, an sich eigentlich schon ganz gerne. Ist natürlich die Frage, welche Kraftreserve das jetzt ist. Steigt so seinen Angriffswert. Ja, das will ich an sich eigentlich schon. Ach, Kraftreserve ist auch speziell. Ja, komm, Geduld. Geduld brauchen wir nicht. Geduld ist absolut useless für uns. In der Nuzlocke ist Geduld halt echt nicht gut. Dann müssen wir mal rauskriegen, was das für eine Kraftreserve ist. So, achso, hier kommen wir nicht rein? Doch. Wenn wir jetzt auch kämpfen. Okay, können wir eigentlich diese Rutsche runterrutschen? Das wäre ziemlich cool. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Die fünfte Generation hat einige coole Moves eingeführt. Oh nein. Astrolunia hätte ich auch super gerne, aber nicht als Gegner. Okay, das wird jetzt hart. Hoffentlich ist das Feuer. Bitte lass das Feuer sein. Komm, komm, komm. Oder Boden oder sowas. Nein. Das macht trotzdem gar nicht so schlecht Schaden. Mal gucken, macht Konfusion mehr oder weniger Schaden? Sie betrifft auf jeden Fall sehr schön. Bisschen weniger, hätte ich jetzt gesagt.
Also ist es vielleicht Kraftreserve Psycho? Kann das sein? Weil ich glaube, es müsste ja Step bekommen. Oder wenn es... Das wäre natürlich jetzt... Das wäre jetzt natürlich ein bisschen bitter. Wenn es jetzt Kraftreserve Psycho wäre. Denke, okay. Ja, aber Kraftreserve ist gerade unser bester Play gegen dieses Stalunio. Oh ne, der hat doch wieder zwei Pokémon, oder? Ich sehe das doch schon wieder kommen. Nee, hat er nicht. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Können wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Achso, ja. Okay, aber wir laufen nur nochmal runter. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend, muss ich gestehen. Ich hatte gehofft, da kommt vielleicht eine coole Animation bei rum. Aber nein. Tut's nicht. Schade. Na gut, weiter geht's. So. Wollt ihr beide noch kämpfen? Ja, ihr wollt natürlich auch noch kämpfen. Alleine? Ja. Zumindest, dieses Kindergartenmädchen erstmal alleine gegen Quabbel weiblich. Quabbel ist Wassergeist. Okay. Gucken, vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr über die Kraftreserve raus. Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass das Kraftreserve Psycho ist. Was natürlich, wie gesagt, schade wäre, aber ich glaube echt. Es muss eigentlich Kraftreserve Psycho sein. Es muss eigentlich. Also ich muss es nochmal testen, wenn ich gegen jemanden kämpfe, von dem ich glaube, dass. Also, oder von dem ich weiß, dass Psycho sehr effektiv wäre. Und ich dann dementsprechend glaube, dass die Kraftreserve sehr effektiv wäre. Es müsste eigentlich Psycho sein, weil es macht mehr Schaden als die Konfusion. Und Konfusion bekommt Step. Und ich glaube, Konfusion ist 40 und Kraftreserve ist, glaube ich, 60 oder so. Ein Wattzapf. Ist auch süß. Und Galvantula, wie heißt denn das auf Deutsch nochmal? Wie heißt das Pokémon auf Deutsch? Weiß ich nicht. Komme ich nicht drauf. Das gibt's doch nicht. Wieso komme ich denn nicht darauf, wie Galvantula auf Deutsch heißt? Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Es fällt mir gerade nicht ein. Nee, ich hab's nicht vergessen, aber es fällt mir gerade nicht ein. So, okay. Ich glaube, jetzt haben wir hier aber alle besiegt. Jetzt können wir mal weitergehen. Mittlerweile haben wir auch wahrscheinlich ein paar Level. Also, ich glaube, ein Level. Ich glaube, Zwiebel ist ein Level aufgestiegen. Oder? Zwiebel Level 15? Ja. Okay. Wir müssten auch noch ein bisschen... Wenn ich die so... Nee, okay, die kommt trotzdem zu zweit. Immerhin haben wir Pudding und Zwiebel vorne. Unsere beiden stärksten Pokémon. Aber eigentlich hätte ich gerne gegen die Einzelnen gekämpft. Kiesling und Kleinstein. Oh nein. Ah. Gegen diese Grundtypen habe ich... Ich habe noch nicht diese Grundcoverage. Weißt du, Feuer, Wasser, Pflanze, das habe ich alles noch nicht. Das wäre jetzt hier super hilfreich gewesen. Ich glaube, ich gehe zuerst auf Kiesling. Ich habe so das Gefühl, Kiesling könnte ein bisschen mehr, ein bisschen gefährlicher werden. Nutze ich ihn gerne vielleicht? Nee, lieber ein Schlammbad auf Kiesling, damit das Ding safe down geht jetzt in der ersten Runde. Am besten noch, bevor es irgendwas tun kann. Okay. Und das Schlammbad sollte den Rest auf jeden Fall machen. Ja. Ist nicht sehr effektiv, aber trotzdem... Reicht das aus? Okay, gut. Jetzt ist der Kampf kein Problem mehr. Vor allem, weil Kleinstein Lebensula macht. Also quasi einen Zug verschwendet. Kurzer Blick auf die Uhr. Wir haben aber noch genug Zeit. So, okay. Gut, der Kampf sollte auch vorbei sein. Nein, Crit.
Ah. Ein Punkt weg. Schade. Na gut. Aber immerhin diese ganzen Crit-Sachen und so weiter, das kommt ja bei den anderen auch. So. Jetzt wär's... Also, gefühlt wär's jetzt mal wieder Zeit für einen Rivalenkampf. Ich hab so ein Gefühl, dass jetzt hier gleich irgendwie was passiert. Ich wusste das. Pokémon... Das ist so typisch Pokémon. Nach der ersten Stadt direkt nochmal einen Rivalenkampf. Das ist so typisch Pokémon. Das kommt eigentlich immer. Eigentlich immer. Außer erste Generation oder so. Aber das kommt, also in den neueren Generationen kommt das eigentlich immer. Und jetzt hätte ich... Gerade jetzt wäre Zwiebel super gewesen. Gerade gegen das Toxipet hätten wir Zwiebel super gebrauchen können. Habe ich hier einfach mal hier auf Gana. Heiderschrei, okay. Kann ich mit leben, ehrlich gesagt. Und dann wechsle ich jetzt raus auf Zwiebel, damit Zwiebel möglichst jeden Sleep-Turn mitbekommt. Okay, Verfolgung ist nicht so schlimm. Macht trotzdem gut Schaden, aber es ist halt dann 80er-Move, ne? Wenn ich halt rauswechsle. So, genau. Und Konfusion sollte eigentlich sehr viel Schaden machen. Ja. Yeah. Siedelbeere, okay. Gut, aber das Toxipeter schläft jetzt ja auf jeden Fall noch und wir können es jetzt rausnehmen. Sehr schön. Sehr schön. Das Toxipet war, glaube ich, beim ersten Mal eine deutlich größere Hürde für uns. Kamaup. Ah, weiß ich nicht. Könnte... Müssen wir mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt machen. Es geht. Ich finde den Sprite von Kamaup mega cool. Der gefällt mir richtig gut. Finde ich mega cool. So, auf jeden Fall, wenn Zwiebel diesen Kampf jetzt hier positiv beenden kann, sage ich mal, dann sollte Zwiebel auf jeden Fall Level 16 sein. Burn plus ein Punkt für uns. Ne, plus zwei Punkte für uns. Aber selbst ein Crit-Glut, wobei mit Crit-Glut mit Burn könnte... Wobei, nee, trotzdem nicht. Ah, weiß ich jetzt nicht. Aber wir haben das überstanden. Zwiebel erreicht Level 16, wunderbar. Und wir besiegen Alex, sehr schön. Das gibt nochmal gut Punkte. Das gibt nochmal, ich glaube... 3 oder 4 Punkte. Ihr seht's ja gerade. Oh, nee, nicht noch ein Kampf. Okay, die sind einfach durchgelaufen. Sag mal, kann es sein, dass sich die Welt da hinten auflöst? Ich glaube, da gibt es Fehler im DS. Da hat der DS wohl einen Renderfehler. So. Soll ich nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, würde ich mal sagen, denn die Folge ist schon wieder gleich vorbei. So, kann ich mich bewegen? Alles klar, dann würde ich sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis nächstes Wochenende. Macht's gut. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.